Ein Krieg, der schon zu Zeiten der alten Wikinger tobte, ist wiedergekehrt. Ins Hier und Jetzt. Flensburger gegen Carlsberg. Currywurst gegen Hotdog. Fischbrötchen gegen Smörrebröt. Preußen gegen Wikinger. Deutschland gegen Dänemark. West Coast Tattoo, Stonehenge Pro Audio und McDonald's Husum präsentieren West Coast Wrestling. Hallo, liebe Wrestling-Fans. Herzlich willkommen zum West Coast Wrestling Report. Mein Name ist Matthias Ilgen. Am Samstag, dem 4. März 2017, findet im Messehusum und Kongressveranstaltungszentrum West Coast Wrestling statt. Karten und weitere Informationen erhalten Sie unter www.westcoast-wrestling.de. Bei diesem Event der Spitzenklasse unter dem Motto Deutschland gegen Dänemark treffen der Hamburger Jungen Carsten Kretschmer und der NCW-Schwergewichtsweltmeister Chaos, Anführer aller dänischen Ringkämpfer, aufeinander. Dieser Titelkampf wird in einem Leitermatch ausgetragen. Dabei wird der Championgürtel an einem Seil an der Hallendecke befestigt und der Wrestler, der ihn mittels einer Leiter aus seiner Halterung lösen kann, gewinnt den Titel. Hierbei darf die Leiter allerdings auch als Waffe im Kampf gegen den Gegner eingesetzt werden. Aber da, der bricht Blockbuster! Hammerhart! Legt an. Eins, zwei. Ende von Runde 5. Whip in die Ringecke. Nein, sie halten sich gegenseitig fest. Doppelreverse, der Ringrichter wird getroffen. Und fällt zu Boden. Ben Bösler ist zu Boden gegangen. Chaos weist seinen Assistenten an, ihm den Gürtel zu reichen. Aber Briggs hat das nicht mitbekommen, glaube ich. Er setzt an zum Finishing Move. Aber Chaos hat den Gürtel. Entkommt. Und hämmert ihm Briggs auf den Kopf. Der Ringrichter hat nichts gesehen. Wird aufgeweckt, Cover. 2, 3. Das war der Three Count. Unglaublich. Der Sieger in der 6. Runde. Und neuer NCW-Weltmeister im Schwergewicht. Chaos. Dieser miese Däne hat es allen gezeigt. Er hat durch brutalen Betrug und die Verletzung des Ringrichters obsiegt. Carsten Kretschmer verkündet seine Rückkehr. Das gibt mir mehr Motivation als alles. Das weiter mit dem Husum. Da werde ich dich auf jeden Fall, da werde ich dich zerstören. Denn es ist schon lange mit uns und es ist überfällig. Carsten Kretschmer hat die Herausforderung angenommen. Wir werden beide in einem Leitermatch in Husum sehen. Wir haben gesehen, wie Carsten Kretschmer Chaos, der sich den Weltmeistertitel nur mit unfairen Mitteln von Damon Briggs sichern konnte, herausgefordert hat. Für ein Statement mit dem Herausforderer schalten wir jetzt live nach Hamburg zu meinem Kollegen Andreas Schmidt. Er hat Carsten Kretschmer am Mikrofon. Danke, Matthias. Also Carsten, du wirst in Husum der Herausforderer im Titelkampf gegen Chaos sein. Was wirst du in diesem Leitermatch unternehmen, um dir den NCW-Weltmeistertitel zu holen? Also Andreas, ich will dir jetzt mal eins sagen. Es ist immer dasselbe mit diesem Jungen. Er reizt mich bis aufs Blut immer.
Ich war eigentlich kurz davor, meine Karriere zu beenden. Aber jetzt habe ich mir wieder vorgenommen. Ich werde mich vorbereiten für den 4.3., für Husum. Ich werde dieses Leitermatch gegen ihn gewinnen und werde den Titel an mich ziehen. Ich werde ihn wieder zu uns zurückholen nach Deutschland, weil so geht es nicht. Er benimmt sich jedes Mal wie die Sau und das lasse ich nicht zu. Nicht hier in meinem Land. Den Titel werde ich wieder zu uns zurückholen. Entschuldigt bitte, Jungs. Ich möchte euch eigentlich nicht unterbrechen, aber ich höre gerade, wir haben den Champion Chaos live aus Randers, Dänemark zugeschaltet. Wir geben einmal rüber. Carsten Kressmer, you think you're gonna take my title at West Coast Wrestling? I don't think so. I'm the greatest wrestler in the world and I'm gonna beat you up in a ladder match in Husum, baby. Ja, das verspricht ja wirklich ein äußerst spannender Titelkampf zu werden. Der Gastringsprecher für diesen Kampf wird übrigens der aus Film und Fernsehen bekannte Schauspieler und Comedian Markus Majowski sein. Seine Gage spendet Markus der Organisation Trauerland, dem Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche in Bremen. Ebenfalls im Programm der Ladies Fight. Cat Siren trifft auf die skandinavische Amazone Sixt. Die Zuschauer können sich hier auf brillante Technik und grazile Manöver gefasst machen. Da können sich auch einige der männlichen Wrestler durchaus noch eine Scheibe abschneiden. Mit dabei unter dem Motto Deutschland gegen Dänemark sind auch Michael Schenkenberg und Evian Pretty Boy. Diese beiden Highflyer werden das Publikum mit einem Feuerwerk an riskanten Flugmanövern begeistern. Des Weiteren trifft im internationalen Kampf der fliegende Holländer Leon von Gasteren auf Apu Singh aus Indien. Beste europäische Technik gegen brutale asiatische Kraft. Wer wird sich durchsetzen bei West Coast Wrestling? Ein weiteres absolutes Highlight dieses Abends wird der Kampf der Nationen. Team Deutschland, Vincent Heisenberg und Veit Müller treffen auf Team Dänemark, Big D und Nitro Green. Dieses Match wird nach dem 2-out-of-3-Falls-Modus ausgetragen. Das bedeutet, das Team, das als erstes dreimal einen Gegner schultern oder zur Aufgabe zwingen kann, trägt den Sieg davon. Also, zögern Sie nicht und sichern Sie sich jetzt Ihre Karten für dieses Wrestling-Event der Spitzenklasse am 4. März 2017 im Messe Husum und Kongress Veranstaltungszentrum. Bestellen Sie jetzt Ihr Wunschticket unter www.westcoast-wrestling.de. Wir sehen uns.